Herzlich willkommen auf der 5 Mailand Couch. Hier in der Inselschule findet gerade das Planspiel 5 Mailand statt. Unsere Gäste auf der Couch werden uns heute mehr über das spannende Projekt erzählen. Frau Demel, wie sind Sie auf die Idee für Pimp My Island gekommen? Die Idee für Pimp My Island hatte ich nicht selber, sondern eine Schülerpraktikantin. Petra Carbonen hat ihr Schülerpraktikum bei uns in Hannover beim Verein gemacht, kommt hier aus der Inselschule zu dem Zeitpunkt, hat im letzten Jahr Abitur gemacht und hat bei uns das Planspiel in Hannover miterlebt. Mit Pimp My Island wollen wir erreichen, dass die Ideen der jungen Menschen hier von Fehmarn in die Politik kommen. In welchem Ausschuss bist du? Welchen Antrag hast du gestellt und warum? Ich bin in dem Ausschuss Schule, Sport und Kultur. Ich habe den Antrag eine überdachte Skateanlage gestellt, damit die Skater auch bei Regen und im Schnee fahren können und dass noch ein paar andere Skaterrampen dazukommen. Also ich bin in dem Ausschuss Jugend, Soziales und Tourismus. Und ich habe den Antrag gestellt, Bungee-Jumping von der Fehmarnsundbrücke. Und warum? Weil ich fand, das ist einfach eine lustige Idee. Und ich dachte, wo gibt es sowas schon? Und ja, das würde ja auch viele Touristen anlocken. Frau Maas, warum sind Sie bei diesem Projekt dabei? Ich habe das im letzten Jahr gemacht, da hat es mir viel Spaß gemacht. Und deshalb habe ich das in diesem Jahr auch wieder gerne gemacht. Was ist Ihre Aufgabe bei Pimp My Island? Meine Aufgabe war eigentlich nur, die Stadtvertretersitzung zu leiten, um auch einen gewissen Rahmen, der der Realität dann auch entspricht, um auch einen gewissen Rahmen zu schaffen. Es sind gute Anträge dabei, da haben sich die einzelnen Fraktionen viel Gedanken gemacht. Tim, du bist ja im Ausschuss für Bauen, Verkehr und Umwelt. Kannst du bitte einmal deinen Antrag erklären und begründen? Mein Antrag ist bessere Straßen für Fehmarn und ich möchte ihn durchsetzen, da die manchen Straßen viele Schlaglöcher haben. Wenn man überholen möchte, dann wird das manchmal sehr schwierig und muss aufs Feld fahren. Was erhoffen Sie sich von dem Projekt für die Schülerinnen und Schüler? Ich erhoffe mir, dass Sie Politik mit in Ihr engeres Umfeld mit einbeziehen, dass Sie einen Zugang zur Politik bekommen. Deswegen heißt es ja auch Politik zum Anfassen, dass sie wissen, was sie tun sollen, wenn sie eine Idee haben, wen sie ansprechen sollen und welchen Verlauf es dann nimmt. Und insofern bin ich sehr erfreut, dass dieses Projekt einen Anstoß gegeben hat, um Jugendliche an Politik heranzuführen. Ich bin im Bau, Verkehr und Umwelt. Gestellt habe ich Streichelzoo mit Freizeitpark. Und ja, warum? Ja, für Touristen, weil die kommen mit Kindern. Und Kinder streicheln halt gerne kleine Tiere. Und wenn die keine Lust mehr haben, können die Karussell fahren. Herr Bürgermeister Schmid, warum halten Sie das Projekt für wichtig? Ja, bereits im letzten Jahr war ja das erstmalige Erlebnis, dieses Projekt hier auf der Insel zu haben. Zwischenzeitlich hat ja auch das Projektteam aus Hannover einen Bundespreis gekriegt, Innovativpreis. Und ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, junge Menschen, so wie Sie und euch, in aktive kommunalpolitische Verantwortung mit hineinzunehmen. Interesse für Kommunalpolitik kommt nicht von ganz alleine, sondern da muss man hingeführt werden. Und ich glaube, deswegen ist das Projekt sehr wichtig, dass man sich mal einfach eine Woche nimmt und sagt, jetzt spielen wir das mal in Form von Planspielen durch. Gut, natürlich wollen wir nächstes Jahr das auch machen. Ich glaube, es gehört jetzt schon irgendwie dazu, weil die nachrückenden Jahrgänge sehen das ja auch, ne? Die hinter euch sind und sagen, das ist interessant und das möchte ich auch machen. Und wenn man das erreicht hat, dass das Interesse da ist und dass das nicht so ermüdet auf dem Weg dahin, dann würde ich sagen, dann muss das auf jeden Fall im nächsten Jahr auch stattfinden. Mir gefiel am besten die Gruppenarbeit und das am Computer schreiben. Mir gefällt am besten, dass man selber entscheiden kann, was man Neues haben will. Ich habe aus dem Projekt gelernt, mit Politik umzugehen und es hat mir Spaß gemacht. Ist Politik und ist Politik zum Anfassen.